Heinz Fassmann, Wissenschaftsminister, meldet sich zu Wort. Ich darf vielleicht die Gelegenheit nutzen, bevor ich auf die 15a-Vereinbarung ist Austria eingehe, etwas zum aktuellen Anlass zu sagen. Sie haben ja sicherlich die Ergebnisse der Tagung der Landeshauptleute mit dem Bundeskanzler und dem Gesundheitsminister gehört. Ich war eingebunden und trage selbstverständlich den Beschluss mit, der da lautet: Präsenzunterricht für all jene, die es benötigen. Für alle Schulstufen gilt eine Maskenpflicht im Schulgebäude sowie Klassen- und Gruppenräume. Kinder dürfen jedoch ohne ärztliches Attest zu Hause bleiben. Schulen stellen Betreuung und Lernpakete für diese Kinder sicher. Und wir appellieren auch an Schüler und Schülerinnen, zu Hause zu bleiben und auch von zu Hause betreut zu werden, wenn dies möglich ist. Schule eben für die, die sie brauchen. Meine Damen und Herren, die Pandemie verlangt unzweifelhaft Einschränkungen in allen Lebensbereichen, auch im Bereich der Schule. Aber wir haben Erfahrungswerte gesammelt und wissen, dass ein harter Lockdown mit versperrten Schultüren nicht möglich ist. Eine komplett geschlossene Schule stellt jene Eltern, die weiter erwerbstätig sind, vor große, manchmal auch vor unlösbare Probleme. Dann kann man natürlich sagen, dann möge die Schule nur die Betreuung übernehmen. Aber eine Betreuung, die vielleicht 6 Stunden am Vormittag und vielleicht weitere Stunden am Nachmittag dauert, ohne gleichsam schulische Inhalte zu vermitteln, ist unrealistisch. Womit soll ich denn die Schüler und Schülerinnen die ganze Zeit beschäftigen? Natürlich mit Lehrinhalten kann ja nur die schulische Antwort sein. Also bieten wir Unterricht an. Und was passiert mit jenen, die zu Hause bleiben können? Die nehmen am Unterricht teil, entweder unmittelbar und digital über eine synchrone Übertragung oder eben asynchron, indem Lernpakete, Haus- und Schulübungen auf einer Lernplattform angekündigt, abgearbeitet und dann auch abgegeben werden. Das ist kein hybrider Unterricht, bei dem der Lehrer gleichzeitig alles machen muss, Distance Learning und Präsenzunterricht. Nein, das ist ein Präsenzunterricht, der es erlaubt, dass Schüler und Schülerinnen, die zu Hause sind, über Lernplattformen und digitale Medien daran teilnehmen. Das ist mir grundsätzlich wichtig und wir haben oft im Hohen Haus darüber diskutiert. Sie kennen meine Meinung. Mir ist die grundsätzlich offene Schule eine wichtige, weil ich eben weiß, dass Kinder auch Gleichaltrige zu ihrem sozialen Leben benötigen. Und je älter diese Kinder werden, desto mehr benötigen sie die Gleichaltrigen. Wer glaubt, dass ein 16-, 17-Jähriger mit Mama und Papa zufrieden ist, all die Zeit, der irrt? Und wir hören dann natürlich, dass genau bei jenen Älteren auch psychische Probleme auftauchen. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie hat uns das eindrucksvoll vermittelt. Ich weiß aber auch, und das ist mein zweiter Punkt für die offene Schule, dass die Schule immer so etwas wie eine Zeit- und Sinnstruktur den Kindern vermittelt. Und ich weiß auch, dass eine geschlossene Schule die Bildungsschere vergrößern würde. Natürlich funktioniert der Unterricht zu Hause dort, wo ich entsprechende technische Applikationen habe. Natürlich funktioniert er auch dort, wo zu Hause Bildungsaspiration herrscht. Aber dort, wo sie vielleicht weniger herrscht und weniger Antrieb und weniger Motivation, Kinder zu motivieren, Lerninhalte anzueignen, dort bleiben sie zurück und damit öffnet sich die Bildungsschere. Und schließlich weiß ich auch, und nicht böse sein, dass ich hier das hervorstreiche, weiß ich auch, dass es mir gelungen ist, durch die Teststrategie die Schule zu einem kontrollierten Ort werden zu lassen. Wir haben intensiv in den Sommermonaten auch die PCR-Testkapazität auch in den Ländern aufgebaut. Und diese PCR-Testkapazität leistet heute wertvolle Dienste und sie funktioniert, möglicherweise im Unterschied zu anderen PCR-Testinfrastrukturen, die weniger gut funktionieren. Die Schule ist ein kontrollierter Raum und der Komplexitätsforscher Klimek hat unlängst darauf hingewiesen, wie wichtig die Schule eigentlich in der Pandemiebekämpfung ist. Und deswegen
sage ich auch, wir müssen mit dieser Schule, die einen offenen Ort darstellt, aber gleichzeitig auch kontrolliert und gleichzeitig derzeit auch gewisse Abstriche macht, mit dieser Schule für diese Schule habe ich intensiv gearbeitet und mich eingesetzt. Meine Damen und Herren, wir leben in einer ernsten Zeit, gar keine Frage. Und nicht nur ich, sondern wahrscheinlich alle Beteiligten im Bildungssystem haben keine Freude mit den Maßnahmen, die auch in einem gewissen Sinne Schule, Schüler und Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen betreffen. Aber ich meine, so wie wir es jetzt gewählt haben, eine gewisse Balance zwischen dem Gesundheitsschutz auf der einen Seite und dem Recht auf Bildung gefunden zu haben. Ich danke bei allen, die diese Maßnahmen mittragen, und ich bedanke mich auch sehr für die Unterstützung aus diesem Haus. Verglichen dazu ist der Inhalt meiner eigentlichen Wortmeldung, nämlich die Kommentierung der 15a-Vereinbarung betreffend ISTA, eine angenehme, freundliche, willkommene und vollkommen konfliktfreie Kommentierung meinerseits. Denn das ist eine unzweifelhaft Erfolgsgeschichte. East Austria hat sich ausgezeichnet entwickelt. Und Anlass einer neuen 15a-Vereinbarung war eben, dass mir East Austria immer vermittelt hat und gesagt hat, wenn wir Professoren und Professorinnen berufen, und zwar die Besten aus dieser Welt, dann schauen die auf das programmierte Ablaufdatum einer 15a-Vereinbarung und sehen 2026 und fragen mich dann, was ist denn weiterhin? Und klarerweise, die Besten lassen sich nur berufen, wenn sie auch eine stabile Perspektive haben. Daher habe ich eingewilligt, dass es Neuverhandlungen geben wird mit East Austria. Aber ich habe auch immer klar gesagt, das ist kein Wunschkonzert. Ich möchte zuerst wissen, wie gut ist East Austria wirklich? Nicht nur anekdotische Evidenz, sondern wie schauen hier Evaluierungen aus? Die Evaluierungen waren ganz hervorragend, aber auch die Zahlen sind ganz hervorragend. ERC-Preise am dritten Platz. Nature hat gezeigt, dass die Publikationen von East Austria zu den am meist zitierten Publikationen der Welt gehören. Und auch die Entwicklung von Patenten und Spin-offs entwickelt sich in Klosterneuburg, in Maria Cooking, am East Austria Gelände ganz hervorragend. Ich habe daher eingewilligt zu den Neuverhandlungen. Wir haben neu verhandelt. Wir haben einen Finanzierungsfahrplan bis 2036 erreicht. Der kann sich wirklich sehen lassen. Insgesamt sind es 3,28 Milliarden, die in dieser 15a-Vereinbarung fixiert sind. Wir haben einen neuen Verteilungsschlüssel, der, glaube ich, fairer ist. Der Bund leistet 75%, das Land 25%, und das ist unverschiebbar. Vorher hatten wir eine Finanzierung nur der Baulichkeiten durch das Land. Und wenn einmal alle Baulichkeiten errichtet sind, dann müsste das Land auch nichts mehr beitragen. Daher halte ich diese fixe Quotierung für ausgesprochen wichtig. East Austria hat nun eine, glaube ich, prächtige Zukunft. Es liegt an den Personen dort, an den Professoren und Professorinnen, und auch an den Präsidenten, dass die Dinge, die jetzt möglich sind, auch realisiert werden. Ich persönlich wünsche dem Institut weiterhin alles Gute. Und ich freue mich auch, dass meine Vorrednerinnen und Vorredner die Erfolgsgeschichte East Austria dementsprechend anerkannt und gewürdigt haben. Herzlichen Dank.